So, und jetzt gucken, dass ich hier... Ja, kein Hitler. Jetzt auf sie! Auf sie! Okay, Abigail konnte nicht helfen. Da war nichts mehr möglich hier. Dafür geht's einfach zu schnell tot. So, und ich brauche auf jeden Fall einen Schwalbetrank. Sonst ist das hier sehr schlecht mit der Lebensregeneration. Ja, das läuft ja super ab. Gut, dann laden wir nochmal. Kein Problem. Mein Gott, die fallen aber auch schnell um hier. Meine Güte. Hallo, Marine. Die Hexe sollten wir eigentlich theoretisch retten. Ja? Die Hexe nichts. Dass die auch so schnell sterben müssen, meine Güte. Ja, ja, bla 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 bla. Jop. Ich auch so. Und warte, Inventar. Schwalbe. So, jetzt auf sie. Habt ihr gesehen, wie schnell sie umgefallen ist? Sie hat 3 Hitze oder sowas bekommen. Das ist doch nicht normal. So, nein, jetzt auf ihn. So, jetzt haben wir nur noch ihn hier. Hey, olle Bestie. Ah, und sie macht da irgendeine Verbrennungsattacke oder was? Attackier! Nochmal! Und von was bekomme ich hier Schaden? Ich habe keine Ahnung. Ach, jetzt ist hinter mir wieder einer. Okay, jetzt war sie tot. Das ist ja schon ein bisschen sehr krass, so vom Schaden her und alles. Aber wir kriegen das irgendwie hin. Hoffe ich. Bla 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 bla. Kennen wir schon. Ich treu. Euer Bruder. Was? Ja, ja, ja. Ihr habt Nein, das ich. Überspringen, Kommentar. Schwalbe. Und dann mal gucken. So. Also, anscheinend ist Abigail da nicht vollständig tot. Wenn die Hunde da nochmal attackieren können. Doch, ich habe keine Ahnung, aber wir werden es dann herausfinden, wenn wir dann endlich bei dem Bosskampf hier fertig haben. Erstmal auf den kleinen Hund hier. Ja. Oh nee. Nicht, dass sie jetzt hier schon wieder alles abstürzt. Och, das gibt's doch nicht. Na gut, Leute, wir sehen uns dann halt gleich oder später wieder. Bis dahin. Viel Spaß euch noch. So, da sind wir auch schon wieder zurück zu The Witcher. Das hier kann ich ja jetzt wieder überspringen, das kennen wir jetzt schon. Und ja, jetzt müssen wir gucken, wie machen wir das jetzt am besten. Wir gucken mal ins Inventar, gucken, was wir für Tränke haben. Wir haben Schwalbetrank, den wir auf jeden Fall trinken müssen. Dann, was haben wir noch, was haben wir noch? Wir müssen ja irgendwie die Bestie down kriegen. So viele Tränke haben wir ja auch gar nicht, was ja ein bisschen schade ist. Ich habe mystische Zusatz. Nee, 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 nee. Gut. Welchen Kampfstil nehme ich denn jetzt? Hexerschwert sowieso. Hört ihr noch irgendwelche Informationen, wie ich die besser besiegen kann? Ich weiß nicht. Aber das werden wir halt dann herausfinden. Erstmal Flächenschaden. So wie vorhin auch. Wenn sie nicht alle auf die Hexe gehen würden. Muss doch nicht sein. Muss doch echt nicht sein hier, meine Güte. So, jetzt aber rauf auf den ollen Köter hier. Der nervt nämlich gewaltig. Ein bisschen Leben regenerieren wir jetzt nicht verkehrt, aber nein, ich muss einfach brennen. Wie soll ich denn bitte schön das Viech erledigen? Wenn der mich hier ständig immer nur stunt und sonstiges. Ich brenne immer noch. Jetzt kann ich langsam mal Leben regenerieren. Oh, und Abigail lebt wieder. Faszinierend. Aber wahrscheinlich auch nicht lange. Vor allem nicht, wenn ich hier nur gestunt bin. Ey, es gibt's nicht. Das ist doch abnormal. Wir laden nochmal. Wir kennen das ja jetzt schon, ne?
Und es kotzt mich schon so ein bisschen an, weißt du, dass halt spawnen 300.000 Kreaturen. Bist gestunt, kannst nichts machen, weder Trank trinken noch sonst irgendwas. Die Lebensregeneration ist für den Arsch. Die Hexe. Und ich mach die ganze nicht besonders einfach, sag ich mal. Ich krieg das irgendwie hin. Ich meine, ich könnte ja auch immer noch mein komisches Wegstoßen benutzen und sowas. Wenn ich denn mal auf die Idee komme, das auch tatsächlich einzusetzen. Und gucken wir mal. Nein, das war die falsche Taste. So, jetzt aber. So, geh weg. So. Jetzt greif an! Zieh dein Schwert hier, verdammt! So. Geht doch. Und geh nochmal weg hier. So, die sind alle weg. Noch ein bisschen und jetzt gleich auf ihn hier. Auf den Eulenköter. Wenn ich denn mal Leben regenerieren würde, warte mal. Ich habe doch noch irgendwie hier ein Brötchen, kann ich mal nehmen. Ich werde angegriffen, aber kein Problem. Erstmal ein Brötchen. So. Ah, jetzt ist hier noch so ein Bargast hier gespawnt. Ach nochmal, wie viel Schaden die mir reinziehen. Nee, nee, nee. Wie soll denn das hier was werden? Ganz ehrlich. Muss ich ja hier erstmal 3 Stunden im Kreis rennen, um dann Leben zu regenerieren. In der Hoffnung, dass er mich dann nicht stunt. Oder die anderen Kreaturen. Ja, lauf ins Feuer. So, also lass dich von Debuff hier durchnehmen. Es geht nicht. Das geht einfach nicht. Ich verstehe halt nicht warum. Aber okay. Okay. Okay, wir schaffen das. Irgendwie muss das ja hier gehen. Oder nicht? Oder vielleicht doch. Ich weiß nicht. Mal gucken. Wir sind ja geduldig. Es geht jetzt hier wahrscheinlich 3 Stunden jetzt noch so, dass ich jetzt hier an dem ollen Köter verrecke. Und immer wieder diese Szene hier haben muss. Kann ich da vielleicht mal gleich mal abspeichern? Damit ich das hier zumindest nicht mehr machen muss. So, warte. Einmal ganz kurz speichern. Leeres Fach. Speichern. So. Dann haben wir nicht irgendwie was Besseres als das hier? Der ist nämlich totaler Schrott. Ich hätte ja gerne etwas, was mir deutlich mehr davon gibt, aber habe ich jetzt nicht. So, geh weg. Und jetzt auf euch hier, damit ich euch hier mal weg hab. So, nein, jetzt geht da drauf, verdammt. Er macht da auch einfach mal nichts, das ist okay. Da bin ich schon fast gewohnt hier. So, probieren wir mal den schnellen Stil aus. Ich glaube, der ist besser für die Bestie. Und wenn ich dann auch noch besser drücken würde, wäre echt super. Ich meine, so wird das ja nichts. Da ist wieder einer gespawnt. Ich muss hier weglaufen. Und er bewegt sich einfach nicht. Wenn er sich nicht bewegt, dann ist er schlecht. Wieso brenne ich denn jetzt schon wieder? Mein Gott, er hat weder einen Feuerball geworfen oder sonst irgendwas. Jetzt lauf. Lauf schneller. Hast du nicht noch irgendwie etwas, was dir auf einmal 300.000 Leben gibt? Glaube ja nicht. Wenn ich jetzt ein Brötchen esse. Oder olle Keule. Ich weiß ja nicht, ob das jetzt mein Leben jetzt hier besser regeneriert. Oh doch schon, es geht in der Ecke schneller. Aber darf halt nicht wieder diesen Feuer-Debuff bekommen, weil dann bin ich nämlich jetzt gleich tot. Das muss nicht sein. Warte mal. Können ja auch nicht speichern. Okay. Dann speichern wir halt nicht. Abigail hat uns geheilt. Yay! Dann auf sie! Auf sie! So. Jetzt auf ihn hier. Aber ich habe schon wieder kaum Leben. Was soll denn das? Abigail, heil mal. Abigail. Komm, put. Ja, geht doch. Sehr schön.
Okay. So, und jetzt auf dich hier. Ah, oh, ich brenne wieder. Komm schon. So hart der Schlag war das jetzt nicht. Lauf! Lauf! Lauf noch mehr! Aber nicht ins Feuer! Happy Gay, Heilung! Yay! Das war klar. Bisschen nervig, dass die halt immer so schnell verreckt hier. Los, komm. Abigail, noch eine Heilung hier, wäre echt super. Aber ich glaube jetzt einfach mal nicht. Greif an. Ich sehe auch nicht die Lebenspunkte von dem Viech. Also müsste fast down sein. Ja, es ist fast down. Ja, dann greif an. Los, komm. So ein bisschen was noch. Ein bisschen noch. Komm schon. Ich muss weglaufen, das ist zu viel. Zu viel Damage. Bisschen Leben regenerieren. Es ist fast down, der olle Köter. Aber nur fast. Fast ist immer noch nicht gut genug. Aber ja, wir schaffen es. Eventuell. Wenn Abigail gleich nochmal wiederbelebt wird. Wieder zu Kräften kommt und hier nochmal ein Heil raus. Ein Heal raushaut. Ein Heil raushaut ist irgendwie schlecht im MMORPG-Deutsch. Ey, schau mal einen Heil raus. So, warte. Noch ein bisschen im Kreis rennen hier, damit wir die ollen Köter eher verwirren können. Ganz gleich. So, schon mal auf Gruppenschaden hier umdingsen und dann schön auf alle drauf. So. Und nochmal. Los drauf. Nein, nicht brennen, nicht brennen. Komm schon, nicht brennen. Ich weiß, dass du es nicht willst. So, und down geht er. Da geht er down. Und Abigail, steh auf. Komm schon. Dann jetzt. Ja, nicht auf sie jetzt drauf. Das war euer letzter Fehler, dass ihr dieser Hure geholfen habt. Sterbt, verfluchter Mutant. Das gibt's doch nicht. Kraft für euch beide. Odo, greift euch die Mistgabel. Na, Halleluja. Und auch diese Futz ist hier. Los. Odo kann sowieso nicht kämpfen. Odo ist so ein Kackhuhn. Nein, nicht Abigail. Ist sie jetzt down? Ist sie jetzt echt down? Ich weiß ja nicht. Sie steht wieder auf. Yay! Sie hat 7 Leben, mindestens. Okay. So, dann jetzt mal kurz hier aufsammeln, was du... Oh, 100 Ohrens, fette Sache. Hier auch noch Überreste. Bargastschädel. Können wir irgendwo verkaufen? Bargastschädel nehmen wir mit. Ektoplasma nehmen wir mit. Auch den hier durchsucht? Nee. Nehmen wir alles mit. Was wir dabei haben hier. 120 Uhr. Das ist richtig fette Sache. Bevor wir jetzt mit Abigail hier wieder reden. Das war hier Temerische Eisnachs. Nee. Hier sind auch noch Überreste. 2 Uhrens. Ja, passiert nichts. Bargastschädel. Dann hier. Was haben wir hier? Freibrief. Die Person, die dieses Dokument vorzeigt, hat das Recht, sie mal jederzeit zu betreten. Yay. Und ein Steinhammer. Was wäre ohne eure Hilfe aus mir geworden, Geralt? Ich bin froh, dass ihr mir glauben konntet. Ja, sie hatte überzeugende Argumente, sag ich mal. Wer wäre ich denn sonst? Wer wäre ich denn sonst? Hab Dank und lebt wohl. Das ist jetzt alles, was ich kriege? Kein Bussi auf der Wange oder sowas? Das ist ja nicht wahr. Na gut. Dann muss ich mich jetzt noch im Gasthaus mit Shani treffen, um dann halt mit ihr gemeinsam nach Fusima zu gehen. Na, dann gehen wir mal. Hoffentlich. Ich weiß nicht. Mal gucken. Bestie ist jetzt besiegt. Jetzt gibt es auch keine von diesen Kreaturen hier mehr. Vielleicht meditiere ich dann noch mal ein bisschen, einfach um auch Tränke herzustellen. Das wäre wahrscheinlich gar nicht mal so verkehrt.
So ein paar Schwalbetränke oder sowas. Laufe ich noch richtig? Ja, noch, ja. Nur nicht nach rechts abbiegen. Ich wäre jetzt wahrscheinlich nach rechts abgebogen, so wie ich mich kenne. Aber das muss ich ja jetzt gar nicht. Ach, jetzt ist hier wieder ein Ghoul. Ist es denn wahr? Komm, verrecke. Hey. Greift er mich einfach an, dieser Penner. Es kommt schon. Du hältst doch eh nicht so viel aus. Du weißt es nur noch nicht. Los, komm. Noch ein bisschen. Und Feuer! Macht ja irgendwie keinen Schaden. Okay. So, was hast du Schönes dabei? Aufsammeln. Will aufsammeln. Hat nichts. Okay.